Hallo Leute und herzlich willkommen zum 75. Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungs im Himmel. Im letzten Part, da haben wir uns in den Traum von Azuril reingewagt, haben die ganzen Dungeon-Ebenen hier bestritten und sind am Ende hier auf Cresselia gestoßen, die hier scheinbar im Traum irgendwas tut. Und wir haben erfahren, dass Chris die gleichen Träume wie wir hatte. Wir haben Cresselia beide in unseren Träumen gesehen und sie hat uns beiden gesagt, dass wir mit der Verzerrung des Raumgefüges zusammenhängen. Und hier, im Traum von Azuril, hat sie uns gerade erzählt, dass, wie die Verzerrung des Raumgefüges aufhalten könnten, indem sie uns beseitigt. Nur sie lässt die Welt auf den Abgrund zutreiben. Unsere Existenz also. Ich bedauere es sehr, dass ich das tun muss. Bereitet euch darauf vor zu verschwinden. Es muss getan werden. Die Welt muss gerettet werden. Hey! Hallo Ines. Chris. Wo seid ihr? Wir sind unterbrochen worden und dabei wäre mein Werk fast vollbracht gewesen. Ich werde diesmal unterbrochen, aber ich werde dafür sorgen, dass ihr beiden verschwindet. Wenn ihr die Welt natürlich selbst retten wollt, dann solltet ihr euch mit dem Gedanken anfreunden, euch selbst verschwinden zu lassen. Lebt wohl! Oje. Puh, das war knapp. Hey, hier seid ihr also. Traumato, du hast uns gerettet. Traumato, warum bist du hier? Ihr wart so lange weg, also habe ich mir Sorgen gemacht. Ich habe mich entschieden, tapfer zu sein und nach euch zu suchen. Dieser Ort hat etwas Gefährliches an sich. Wir sollten hier nicht bleiben. Gehen wir fürs Erste zurück zur Gilde. Okay. Ja. Sorry, dass ich beim letzten Mal diesen Cliffhanger reingehauen habe. Ich wusste nicht mal, dass die Cutscene nicht mehr so lange dauert. Ich verstehe. Ihr seid also Cresselia begegnet. Und sie sagte, dass der Albtraum von Azuril durch eine Verzerrung im Raumgefüge verursacht wurde. Ja. Und wenn sich nichts daran ändert, dann werden alle Pokémon genau wie Azuril in den unendlichen Schlaf versinken. Das hat Cresselia gesagt. Ja. Ja, wenn das alles stimmt, halt, wir haben ein schlimmes Problem. Wir müssen etwas tun. Also Plaudergeil, was weißt du über Cresselia? Ich weiß von diesem Pokémon, aber nur vom Hörensagen. Es heißt, Cresselia erscheine nur in der Nacht des Viertelmondes. Es heißt weiter, sie könne emotionale Wunden anderer Pokémon einfach mit dem sanften Licht ihres Körpers heilen. Sie machte keinen so freundlichen Eindruck. Noch eine Sache über Cresselia. Man sagt, dieses Pokémon habe eine mystische Kraft, die Dunkelheit bannen könne. Die Kraft, die Dunkelheit zu bannen? Hey, nur damit ich es nicht falsch verstehe. Wenn wir nichts unternehmen, dann werden alle Pokémon in der Welt für immer einschlafen. Hey, das bedeutet, wir müssen jetzt etwas tun, um die Verzerrung des Raumes zu beheben. Hey, Chris. Sagte Cresselia zufällig etwas von. Nun sagte sie etwas darüber, wie die Verzerrung des Raumgefüges aufgehalten werden kann. Ja, wir müssen sterben. Was? Wie man die Verzerrung des Raumgefüges aufhalten kann? Warum bist du so hibbelig? Habe ich dich irgendwas selbst damals gefragt? Nein, das hat nichts damit zu tun, was du gesagt hast. Tut mir leid, ich habe gerade an etwas anderes gedacht. Ein Weg, um die Verzerrung des Raumgefüges zu halten. Ich erinnere mich nicht an das, was Cresselia dazu... Ich erinnere mich nicht daran, dass Cresselia etwas dazu gesagt hätte. Ja, ich verstehe. Das ist bedauerlich. Naja, was soll's. Schauen wir uns die Verzerrung des Raumes einmal gemeinsam an. Wenn wir das nicht tun, können wir die Ausarbeitung des Albtraums nicht verhindern. Plaudergei! Ja, Guildmeister! Alles klar, Leute. Wir gehen für heute auseinander. Und ab morgen versteht er immer danach, was es mit der Verzerrung des Raumes auf sich hat. Jawohl, ja, wird erledigt. Alles klar, wegtreten. Chris hat gelogen. Cresselia hat gesagt, wie man das aufhalten kann, indem wir nämlich verschwinden. Als wir in der Gilde waren, als Traumat uns fragte, ob wir wissen, wie die Verzerrung des Raumes aufzuhalten sei, ich habe gelogen, ohne mit der Wimper zu zocken. Wie wir wissen, gibt's einen Weg, die Verzerrung zu stoppen. Die einzige Lösung wäre, dass wir von dieser Welt verschwinden. Ich könnte mich nicht überwinden, das zu sagen. Aber ist das etwas, das ich jedem auf die Nase binden muss?
Hey Ines, was sollen wir denn jetzt machen, wenn wir verschwenden? Ob die Welt dann gerettet wäre? In diesem Fall wäre es vielleicht das Beste, was wir tun konnten. Oh, Chris. Ich halte das nicht aus. All diese Sorgen machen mich müde. Legen wir uns schlafen, Ines. Ja. Am besten so. Und ich hoffe, Chrisilla taucht jetzt nicht nochmal auf. Kann nicht schlafen. Chris schläft schon, nehme ich an. Aber ich muss mich fragen, wie ich es verstehe, verursachen wir die Verzerrung des Raumgewisses. Aber wieso treibt das die Welt in den Abgrund? Ich kann es immer noch nicht glauben. Beim ersten Mal dachte ich, es wäre alles nur ein Traum gewesen. Aber nach diesem zweiten Traum, als mir von der Verzerrung des Raumes erzählt wurde, von da an begann ich zu denken, dass es vielleicht wahr sein könnte. Hey, dabei fällt mir ein, dass am Morgen, nachdem ich diesen Traum hatte, Chris sprach zu mir. Warum bist du so Gedanken verloren? Das kenne ich gar nicht von dir, Ines. Hey, komm schon, zeig etwas Elan, Ines. Chris ist sogar noch schwungvoller als gewöhnlich. Aber Chris könnte recht haben. Ja, Chris wollte sich scheinbar irgendwie ablenken. Chris war ungewöhnlich gut drauf damals. Aber Chris war gerade vom gleichen Traum über Chrisilia aufgewacht, den ich auch hatte. In dem Moment musste ich Chris absichtlich fröhlich um mich herum verhalten haben, weil Chris vermutete, dass ich genau den gleichen Traum gehabt hatte und mich daher aufheitern wollte. Chris muss auch Angst gehabt haben, aber Chris war viel besorgter um mich. Und dann in dem Albtraum von Azuril, was Chrisilia sagte und sie zu tun versuchte, das hat mich niedergeschmettert. Genau deshalb darf ich den Mut nicht verlieren. Mein Mut. Nicht verlieren. Mut. Und da sind wir eingeschlafen. Und es ist immer noch Nacht. Was zur Hölle? Chris ist nicht hier. Vielleicht draußen? Ja, okay. Vielleicht draußen. Ach, da ist er. Ach, Chris. Das erinnert mich an die Szene mit Reptin, wo er mit Reptin gesprochen hat. Na, Ines, du bist auch schon wach, was? Ich habe kein Auge zugemacht. Hey, Ines, dürfen wir wirklich nicht hier bleiben? Können wir nicht in dieser Welt bleiben? Als wir die Jäger im Zeitturm bekämpften. Du hast gekämpft, obwohl du wusstest, dass du verschwinden würdest, Ines. Denn sogar wenn du verschwinden solltest, du dachtest, es würde die Welt retten. Darum hast du es getan, oder? Wenn es so ist, vielleicht sollten wir dann dieses Mal das Gleiche tun. Chris, ich wusste zwar, dass ich gegen Jäger kämpfte, dass ich verschwinden würde, falls wir Erfolg hätten. Aber das musste getan werden, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Damals war ich bereit, für die Rettung der Welt zu verschwinden. Ich fühle jetzt genauso. Aber ist die Situation wirklich gleich? Irgendetwas fühlt sich nicht mal anders an. Oh, Ines, was meinst du dazu? Sollen wir wirklich aus dieser Welt verschwinden? Ich weiß nicht, Chris. Du weißt es nicht. Du denkst bestimmt, wir sollten verschwinden, Ines. Wenn dem so ist. Aber irgendetwas ist anders als damals. Es ist seltsam. Seltsam. Und du glaubst, irgendwas sei seltsam? Was ist denn seltsam? Ja, das, was Cresselia sagte und das, was Plodder über Cresselia gesagt hat, stimmt irgendwie auch nicht mit dem, was sie getan hat. Was genau war sonderbar an dem, was Cresselia sagte? Aber unabhängig davon haben wir auch bei der Glitzerquelle herausgefunden, dass wir die Verzerrung des Raumes bewirken. Und wenn Azuril wegen der Verzerrung nicht aus seinem Albtraum aufwachen kann, wir müssen wohl glauben, was man uns gesagt hat. Na. Das stimmt, aber irgendetwas ist diesmal anders, was das Verschwinden betrifft. Ich weiß, dass etwas anders ist, aber was ist es? Ich muss darüber nachdenken. Das ist es, das stimmt. Das ist anders als zuvor. Damals, mit Jäger, hatte ich keine andere Wahl, als zu verschwinden. Ich muss das Chris erklären. Ja, diesmal könnten wir es vielleicht aufhalten. Wie bitte? Es ist diesmal anders? Was ist anders? Was? Beim Zeitturm warst du bereit zu verschwinden, aber diesmal ist das nicht so?
Hä, was? Du hast damals im Zeitraum getan, was zu tun war, weil du es musstest. Du hast deine Zukunft verändert, weil du wusstest, dass es zum Weltfrieden führt. Aber deine Wahl war nicht die, ob du verschwinden solltest. Aber diesmal kann niemand sagen, was passiert, wenn wir verschwinden. Dieses Mal nicht. Wir wissen also nicht, ob danach wieder Frieden in dieser Welt einkehrt. Du sagst also, nichts an dieser Sache sei sicher? Das ist wahr. Es ist wahr, dass die Dinge nicht völlig sicher sind. Aber du bist ein Mensch aus der Zukunft, so viel steht fest, Ines. Ich ging in die Zukunft und kam zurück in dieser Welt. Und es scheint, dass der Raum sich unseretwegen zu verzerren beginnt. Es führt kein Weg um die Tatsache um, dass wir die Geschichte verändert haben. Das muss bedeuten, dass es wahr ist, was uns erzählt wurde. Chris. Oh. Es wird hell. Die Sonne geht auf. Ja. Oben rechts, sehr schön zu sehen. Es ist wunderschön. Ein schöner neuer Sonnenaufgang. Oh, Ines. Wenn ich diese Sonne so aufgehen sehe, kommen die Erinnerungen in mir hoch. Ich habe die Sonne von hier aus schon aufgehen sehen. Das ist nicht das erste Mal. Das erste Mal, da war Reptane dabei. Reptane? Ja. Oh Mann, die Musik. Erinnerst du dich, als wir aus der Zukunft zurückkamen? Wir haben hier geschlafen. Zu dem Zeitpunkt habe ich den Sonnenaufgang hier zum ersten Mal gesehen. Ich muss mich gerade an etwas bei diesem ersten Mal erinnern. An etwas, das Reptane mich fragte. Ja, aber als alles verloren schien, da hast du dich geweigert aufzugeben. Sogar ich hatte schon aufgegeben. Was hat dich angetrieben? Wie hast du es geschafft? Wie konntest du so stark bleiben? Ach, Reptane. Ich habe nicht aufgegeben, als wir versuchten, ihn aus der Zukunft zu fliehen. Das muss Reptane als seltsam erachtet haben. Darum fragte mich Reptane wohl, warum ich mich weigerte aufzugeben. Aber ich hatte keine Antwort. Ich wusste nicht, warum ich damals so mutig war. Aber ich habe darüber nachgedacht und begann zu verstehen. Nun, das frage ich mich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht... Oh Leute, die Musik... Vielleicht war es, weil Ines mir beigestanden hat. Ines? Das war es. Ich schaffte es, tapfer zu bleiben, weil du immer bei mir warst, Ines. Dabei wurde mir dann endgültig... Das wurde mir dann endgültig klar. Und das habe ich Reptane gesagt. Kurz bevor wir Reptane im verborgenen Land verloren haben. Chris, Ende der Fahnenstange. Ich nehme Zwiffens mit in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Ich kann niemals hierher zurückkommen. Pass gut auf Ines auf. Versprich mir das. Aber dein Platz einnehmen, Reptane, das kann ich nicht. Du musst und du wirst, weil du es kannst, Chris. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Oh, diese Szene. Reptane hat mir seinen letzten Wunsch anvertraut. Ich schäme mich. Oh, Ines. Wenn du nicht aufgibst, Ines, dann gebe ich auch nicht auf. Chris, es muss noch irgendetwas geben, das wir tun können. Es muss einen Weg geben, wie wir die Dinge wieder hinbiegen können, ohne verschwinden zu müssen. Das stimmt. So kenne ich dich, Chris. Wir müssen dranbleiben, Ines. Lass uns einen Ausweg finden. Ja, Chris, das machen wir. Oh, Ines. Ich überlege gerade. Vorher ging es darum, dass die Zeit zerstört wurde, richtig? Und nun verzerrt sich das Raumgefüge. Die Zerstörung der Zeit und die Verzerrung des Raumes. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber die Zerstörung von Zeit und Raum, das muss irgendwie zusammenhängen. Zeit und Raum. Ein möglicher Zusammenhang. Erinnerst du dich, als die Zeit zusammenbrach? Labras gab uns viele Einblicke in den Zeitturm. Also, was die Verzerrung des Raumes angeht. Denkst du, Labras könnte etwas darüber wissen? Labras? Nun ja, eigentlich. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Labras etwas darüber wüsste. Ich dachte mir, dass du so denkst, Ines. Okay, das wäre geregelt. Machen wir uns auf zu Labras. Labras sollte am Strand sein. Ab zum Strand mit uns, Ines. Ja, gehen wir mal zum Strand. Labras weiß sicher mehr als wir. Ich meine, wenn Labras schon so voll der Bro von Dialga ist und quasi den Schlüssel zum verborgenen Land schützt, nämlich das Symbol damals, als wir in der Höhle getroffen haben, dann könnte es auch etwas über den Raum wissen. Entschuldigung, Labras. Es gibt etwas, das wir dich gerne fragen würden. Wir untersuchen die Verzerrung im Raumgefüge.
Die Verzerrung des Raums selbst. Ja, und wir würden gerne alles wissen, was du darüber weißt, Labras. Ha. Kannst du uns helfen? Weißt du irgendwas? Ha. Tut mir leid. Ich weiß nichts über die Verzerrung des Raums. Oh, verstehe. Allerdings, ich kenne ein Wesen, das den Raum selbst verkörpert. Was? Ein Wesen, das den Raum selbst verkörpert? Ja. Zeit und Raum sind eng miteinander verbunden. Also, so wie die Alga über die Zeit gebietet, so gibt es ein Wesen, das über das Raumgefüge wacht. Dieses Wesen, wer ist es? Sein Name ist Palkia. In diesem Wegen sagt man nach, die Fähigkeit nach, den Raum selbst zu verzerren zu können. Und die Raumspalte soll sein Reich sein. Dieses Wesen, das über den Raum gebietet, Palkia. Noch ein Wesen, wie die Alga. Und wenn wir Palkia treffen, können wir vielleicht etwas über die Raumverzerrung erfahren. Also, wie gelangen wir zur Raumspalte? Kannst du uns dorthin hinreisen, Labras, so wie zum verborgenen Land? Ich enttäusche euch ungern, aber ich kann euch nicht zur Raumspalte reisen. Ich weiß nicht einmal, wo sie liegt. Mehr kann ich euch nicht sagen. Oh, na gut. Es tut mir leid, Chris. Tut mir leid, dass ich keine große Hilfe bin. Nein, nein, das macht nichts. Es ist eine große Hilfe, dass wir von Palkia wissen. Danke, Labras. Wir forschen ab hier allein weiter. Aber wie kommen wir zur Raumspalte? Also eigentlich wusste Labras nicht viel über die Verzerrung des Raums. Aber von ihm wissen wir, dass Palkia den Raum selbst kontrolliert. Und dass das Wesen in dieser Raumspalte wohnt. Palkia, was? Wenn wir Palkia finden, können wir vielleicht auch über die Raumverzerrung, können wir es vielleicht auch über die Raumverzerrung befragen. Aber wir haben keinen Anhaltspunkt, wo die Raumspalte sein kann. Das ist jetzt wohl kein Grund zur Sorge. Forschen wir morgen nach der Sache weiter. Aufgegeben wird nicht Enes. Ja. Oh. Eine Szene. Schon wieder. Viele Cutscenes hintereinander. Ah! Erschütterung! Ah! Oha! What the fuck? Palkia! Das ging jetzt sehr schnell. Habe ich euch endlich gefunden? Die Schänder, die den Raum verzerren. Wer bist du? Ich bin Palkia. Ich herrsche über den Raum. Ich gebiete über die drei Dimensionen. Palkia? Du bist Palkia? Ich könnte nicht fliehen. Dies ist euer Ende. Ist das ein Albtraum? Das ist doch ein Albtraum, oder? Was zum Fick? Scheinbar nicht. Wo sind wir hier? Dies ist mein Herrschaftsgebiet. Die Raumspalte. Was? Das ist die Raumspalte? Das ging einfacher als erwartet. Ihr wagt es ohne meine Erlaubnis, den Raum zu verzerren. Ich werde mich jetzt eurer entledigen. Was? Das ist euer Ende. Was machst du? Hinter uns ist absolut nichts. Sie sind gefallen, aber vor mir gibt es keinen drin. Alles okay, Enes? Sieht so aus, als seien wir irgendwo anders gelandet. Aber das war echt ein Schock. Wer hätte gedacht, dass die Dinge sich so entwickeln würden? Ich verstehe das nicht. Warum hat Palkia uns plötzlich angegriffen? Es hat uns wohl wegen der Verzerrung des Raumes angebrüllt. Aber Palkia schien zu wissen, dass wir für die Verzerrung des Raumes verantwortlich sind. Und dann griff es uns an. Ich verstehe nicht, warum. Eines ist jedoch sicher, Palkia versucht uns loszuwerden. Vielleicht plant es einen neuen Angriff. Wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Lass uns so bald wie möglich gehen, Enes. Ja. Lager? Lager, sehr gut. Ein paar Sachen können wir ablegen. Wir brauchen ein paar Äpfel auf jeden Fall. Linksam brauchen wir nicht.
normalen Samen auch nicht. Ja, Angst ab. Ein paar Belebersamen mit. Ein paar Äpfel. Wir gönnen uns langsam die Äpfel aus, ernsthaft. Zwei Belebersamen nehmen wir noch mit. Dann wollen wir mal. Oder nee. Lass uns gehen, wenn du bereit bist. Leute, ich würde sagen, die Raumspalte erforschen wir beim nächsten Mal. Im nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungs-Himmel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.